Hallo beim Rezept der Woche im Peter-Max-Schauraum. Schön, dass ihr da seid. Heute lassen wir unsere Mütter hochleben. Muttertag steht vor der Tür und deswegen habe ich mir ganz, ganz tolle kulinarische Köstlichkeiten ausgedacht. Wir machen einmal eine Haselnuss-Pavlova mit Schokoladenganache-Krokant, etwas ganz, ganz Feines. Dann machen wir noch Eiskonfekt und eine richtig gute heiße Schokolade. Ich freue mich schon so sehr drauf. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Ich beginne jetzt gleich mal mit der Pavlova-Torte, auf die freue ich mich nämlich ganz besonders. Was das genau ist, das erfahrt ihr dann noch im Laufe der Sendung. Aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Klassisches, wo ich aber eine Abwandlung mir ausgedacht habe. Und zwar mit Haselnüssen, weil ich finde Haselnuss und Eiweiß, das passt auch sehr gut zusammen. So ein Baiser, das hat einfach was ganz Besonderes. Und dafür wird es einfach mal eiklar aufgeschlagen. Und wir lassen dann nebenbei langsam den Kristallzucker einrieseln. Wir starten jetzt mal mit dem Aufschlagen. So, das geht jetzt alles Schritt für Schritt. Es kommt auch ein Spritzer Zitronensaft dazu. So, ganz wenig. Und natürlich eine Prise Salz. Ganz wenig. So, schauen wir mal. Es wird immer besser. Auf jeden Fall rinnt da schon mal nichts herum. Das hat echt schon eine sehr schöne Konsistenz. Ich würde sagen, das passt. Jetzt kommen die geriebenen Haselnüsse noch dazu. Da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht wieder die ganze Luft aus dem Schnee irgendwie raustreibt. Also wirklich immer so von der Seite in die Mitte, ganz vorsichtig, Schritt für Schritt. Jetzt drisieren wir das Ganze auf ein Blech mit Backpapier. Am besten ihr schnappt euch einen Drisierbeutel mit einer runden Tülle. Das Backrohr habe ich übrigens auch schon vorgeheizt. Ich habe jetzt auf 100 Grad gedreht. So, und jetzt drisieren wir. Schöne Kreise. Also quasi aus diesen Kreisen kann man jetzt zwei Sachen machen. Also ich habe mir gedacht, wir machen einzelne Törtchen, wo wir auf dem Baiser-Törtchen quasi dann die Ganache draufgeben und die Nüsse und so. Man kann aber natürlich das auch füllen und noch also wie ein Sandwich quasi machen, in der Mitte die Ganache und oben den anderen Deckel drauf. Das können wir uns dann aussuchen, je nachdem, worauf wir Lust haben. Ich mache auf jeden Fall jetzt noch mit dem restlichen Baiser ein paar schöne Tupfen, weil es sieht auch immer ganz toll aus, wenn man die dann noch zur Deko hat oder zum Verzieren. So, ab in den Ofen. Auf jeden Fall habe ich da jetzt Ober- und Unterhitze genommen, damit es uns die nicht in irgendwelche Richtungen weht. Und jetzt nehmen wir uns auch gleich einen Kochlöffel, der da dazwischen reinkommt. So, offener Zug, so nennt man das. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Eiskonfekt, weil das muss ja gleich als nächstes in den Tiefkühler, damit sich das heute alles gut ausgeht. Ich habe da ja schon ganz schöne Formen dabei, so ganz kleine Röschen, das sind so schöne Pralinenformen aus Silikon und meine kleinen Lieblingskugels. Und dafür machen wir jetzt eine Ganache. Da braucht ihr einfach einen Topf. Da wird Obers aufgekocht. Wer schon mal eine Ganache gemacht hat, das ist eigentlich immer, ich sag mal recht ähnlich, der Vorgang, weil man kocht eigentlich immer Obers auf. Dann kommt noch irgendein Aroma dazu, irgendwelche Aromaten. Wir haben hier Kokos zum Beispiel, ein bisschen Zimt kann man reingeben oder Vanille und natürlich dann die gehackte Schokolade. Da gebe ich jetzt einfach so ein bisschen Vanillezucker dazu, da ist auch ein bisschen Zimt dabei. Und wir hacken uns da dabei in der Zwischenzeit die Schokolade in kleine Splitter. Dann geben wir da jetzt gleich mal die Schokolade dazu. Und wenn da jetzt am Anfang noch ein paar Stückeln drinnen sind, so ein paar kleine Bröckelchen von der Schokolade, das macht nichts. Manchmal dauert das einfach ein bisschen. Ja? Also manchmal muss man das wirklich einfach so 5 Minuten stehen lassen. Nicht mehr auf der aufgedrehten Herdplatte. Jetzt brauchen wir die Hitze nicht mehr. Aber einfach ein bisschen stehen lassen und mal ein bisschen wirken lassen. Und dann löst sich das meistens von selber auf. So, dann geben wir da jetzt unsere Kokosraspeln dazu. Das füllen wir jetzt gleich auch in einen Drisierbeutel. Meistens hat man so einen Pürier... Was ist das? So ein Behälter zum Pürieren, für den Stabmixer. Und das ist super zum Einfüllen für Drisierbeutel. Also ich gebe das da wirklich genauso hinein, dass die Spitze da in der Mitte drinnen ist und man kann das so angenehm abfüllen. Das ist echt ein Game Changer. Wenn ihr zu Hause oft mit zwei Händen immer dumm fuchtelt und alles voll wird, ist das echt eine schöne Sache. Und dann füllen wir das Ganze jetzt auch schon ab. Schön eindrehen. Und dann können wir das jetzt auch schon hineindrisieren. So, bis es schön voll ist. Und der Rest kommt jetzt noch in diese coolen Pralinenformen.
So, wunderbar. Ab in den Tiefkühler, würde ich sagen. Wir können zuerst noch ein bisschen klopfen, damit auch wirklich keine Luft sich da irgendwo noch einschließt. Und dann kommt das einfach in den Tiefkühler. Mein Eiskonfekt braucht jetzt circa eine Stunde und ich mache jetzt weiter mit unserer köstlichen heißen Schokolade. Auch eine wunderbare Sache, womit man mal die Mama überraschen kann. Nicht nur Muttertag, aber natürlich haben wir das Thema jetzt, deswegen Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade, Zucker, Kakaopulver und Milch. Und oben kommt auch noch eine schöne Schlagobersaube drauf. Und dafür kochen wir jetzt einfach mal die Milch auf. Wir geben gleich mal ein bisschen ein Kakaopulver dazu. So, 1-2 Löffel und die Schokolade wird gehackt. Zucker können wir auch gleich hineingeben. Das soll sich ja auflösen in der heißen Milch. Und währenddessen machen wir weiter mit den marinierten Orangen. Die kommen nämlich zu unserem Eiskonfekt dazu. Da schnappe ich mir jetzt mal so 2 Stück. Dann wird das eine Ende abgeschnitten. Dann schneide ich das andere Ende ab. Und jetzt machen wir so diese Bewegung um die Orange herum, nur halt genau da, wo das Weiße ist. Also wir schneiden wirklich genau den Rand runter, damit nichts Weißes mehr drauf ist. Das heißt, wir haben dann auch wirklich nur noch das köstliche Fruchtfleisch. Ja, so sieht das dann aus. Dann schneide ich da noch die restlichen weißen Stellen ab. Und jetzt schneiden wir genau da, wo man die weißen Striche noch sieht, die ganz leichten, da schneiden wir jetzt die Filets raus. Das ist diese dünne Haut, die zwischen den orangen Stücken quasi drinnen ist. Und da schneiden wir jetzt einfach hinein. Dann bei der anderen auch. Und daraus kommt ein wunderschönes Orangenfilet. Das ist wirklich perfekt. So, schauen wir mal zu unserer heißen Schokolade. Ah ja, kocht schon schön. Rein mit der gehackten Schokolade. Und es ist eigentlich auch so ähnlich wie die Ganache. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen ziehen, damit sich das einfach gut verbinden kann miteinander. So, dann geben wir da gleich mal unsere Filets hinein. Und das übrig gebliebene Fruchtfleisch oder beziehungsweise die Haut, die kann man dann auch nochmal so richtig schön auspressen. Da geht nämlich meistens noch sehr viel Saft raus. Und auch hier bei den Schalen ist auch mal noch ein bisschen was drinnen. Auch das kann man noch schön auspressen. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen mehr Saft dazu. Bisschen zuckern. Und im besten Fall habt ihr so einen Zestenreißer, ansonsten geht es auch mit einer feinen Reibe. Kann man ganz gut die Zeste von einer Orange. Das sieht toll aus, oder? Da kommen so richtig schöne so Schnörkel runter. Und währenddessen kümmern wir uns jetzt noch um die Deko für unsere Pavlova. Apropos, die sieht schon sehr schön aus, hat wunderschön die Form behalten. Jetzt fehlt eben nur noch die Deko und dafür brauchen wir auch noch mal Schokolade, weil heute ist einfach schokoladig. Es ist einfach so. Da kommt jetzt einfach auch wieder das Obst dazu. Auch das muss ich wieder ein bisschen erhitzen. Und vor allem möchte ich jetzt auch noch in die Ganache, die dann als Deko für unsere Pavlova dient, möchte ich gerne noch ein bisschen Orangennote dazugeben. Rein mit der Schokolade. Bisschen stehen lassen und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis unsere Pavlova getrocknet ist und unser Eiskonfekt gefroren ist und dann können wir auch schon anrichten. Das schöne Haselnuss-Baiser ist jetzt schon fertig abgekühlt und die kleinen Baiser-Hauben, die sind auch schon fertig und schon richtig knusprig. Und da gebe ich jetzt die Ganache in so einem schönen Muster oben drauf. Das sieht richtig hübsch aus. Und da drauf kommen jetzt noch köstliche Schokosplitter und natürlich auch noch ein paar Nüsse. Und natürlich krokant. Ich finde krokant, das passt auch nochmal so gut zu diesem Haselnuss-Baiser. Das widerspiegelt nochmal so diese Aromen und das schaut einfach auch richtig schön aus da oben drauf. Und genau das meinte ich mit dem Baiser. Man kann das dann noch so schön dekorieren. Ich habe ja auch noch so ein paar Blüten mitgebracht, die ich aus Fondant und Blütenpaste geformt habe. Bitte schaut euch mal dieses wunderschöne Blütenmeer an. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und dann machen wir auch gleich weiter mit unserem Eiskonfekt. Da habe ich ja schon die köstliche Orange. Die werden wir da jetzt auch noch mal schön anrichten auf dem Teller. So. Und dann kann man natürlich auch noch da mit der Flüssigkeit da drinnen, das ist quasi wie ein Orangensirup, da kann man auch noch mal so ein bisschen drüber gehen. Und jetzt holen wir unser Konfekt aus dem Tiefkühler. Ein bisschen raus sind, bitte. Schaut euch das mal an. Und hier noch diese kleinen
Schokoröschen. Die schauen aber auch einfach so süß aus. Und zu guter Letzt unsere köstliche heiße Schokolade. Am besten ihr schnappt euch dann ein richtig schönes Glas. Und jetzt kommt da oben drauf noch eine kleine Schlagobershaube. Das darf einfach nicht fehlen. Ich meine, bitte, kann man da noch widerstehen? Jetzt noch eine kleine Baiserhaube und ein paar schöne Schokostreusel. Verleiht dem Ganzen auch nochmal so einen richtig schönen Touch. Und die Haube obendrauf. Für den Muttertag habe ich heute so schöne Köstlichkeiten zubereitet. Wir haben hier das Haselnussbaiser mit der richtig guten Ganache obendrauf, mit krokant verfeinert und schönen Blüten drauf. Dann haben wir auch noch dieses köstliche Eiskonfekt mit Kokos verfeinert und Orangen. Eine wunderbare Sache, vor allem in den wärmeren Temperaturen perfekt. Und diese richtig gute heiße Schokolade mit der Schlagobershaube und dem süßen Baiser-Zipf obendrauf. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst eure Mama hochleben und lasst es euch schmecken vor allem. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.